Würmer bei Katzen. Wie bei vielen anderen Tieren ist es auch bei Katzen möglich, dass sie Würmer bekommen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie sie sich anstecken können. Dies hängt zum einen mit den unterschiedlichen Wurmarten zusammen, zum anderen mit der Lebensweise der Katze. Freigänger weisen dementsprechend ein höheres Risiko auf, an Würmern zu erkranken, aber auch bei Wohnungskatzen besteht die Gefahr, dass sie diese aufnehmen. Die Übertragungswege sind folgende: Verzehr von infizierten Vögeln oder Mäusen, die Katze leckt an infizierten Kot oder Erbrochenem, Übertragung durch andere Katzen, Verzehr von rohem Fleisch oder Fisch, welches Würmer enthält, Verschlucken eines infizierten Flohs bei der Fellpflege, Übertragung durch die Muttermilch und Würmer, die über die Schuhe in die Wohnung gebracht werden. Es gibt unterschiedliche Wurmarten, die deine Katze befallen können. Manche sind nur wenige Millimeter groß, andere können bis zu 80 cm lang werden. Die, die deine Katze befallen können, sind Spulwürmer, Katzenbandwürmer, Gurkenbandwürmer und Fuchsbandwürmer. Spulwürmer kommen bei Katzen am häufigsten vor. Sie sind dünn und erreichen maximal eine Länge von 10 cm. Der Katzenbandwurm erreicht eine Länge von 20 bis 60 cm und befällt Katzen recht häufig. Der Gurkenbandwurm zählt mit einer Länge von bis zu 80 cm zu den größten Wurmarten, die Katzen befallen. Im frühen Stadium kann diese Art aber sogar durch winzige Flöhe übertragen werden. Würmer sind Parasiten, die im Körper von Säugetieren leben. Sie starten als kleines Ei und machen mehrere Entwicklungsstadien durch. Im Laufe ihres Lebens kann es gut sein, dass der Wirt mehrere Male gewechselt wird. Im Falle des Gurkenbandwurms sind zum Beispiel Flöhe ein Zwischenwirt, bevor sie auf eine Katze oder einen Hund überwandern. Bei deiner Katze sind die Würmer häufig im Darm anzutreffen, saugen Blut, entziehen der Katze Nährstoffe, zerstören Gewebe und schädigen Organe. Es kann sein, dass du anfangs gar nicht mitbekommst, dass deine Katze Würmer hat. Sie verhalten sich unauffällig, sollten sie fit sein. Bei jungen, kranken oder alten Katzen können Würmer aber eine ernsthafte Gefahr darstellen. Das gilt auch bei gesunden Katzen, wenn ein Wurmbefall sich unbehandelt immer weiter ausbreitet. Solltest du den Verdacht haben, dass deine Katze sich mit Würmern angesteckt hat, musst du daher einen Tierarzt aufsuchen. Du erkennst den Befall zum Beispiel an den folgenden Symptomen: Durchfall, Erbrechen, Magen-Darm-Probleme, Abmagerung, Juckreiz im Analbereich, Husten, Blut im Kot und aufgeblähter Bauch. Wenn bei deiner Katze Würmer diagnostiziert werden, dann wird der Tierarzt ihr ein entsprechendes Medikament verschreiben, welches sie üblicherweise in Form einer Tablette zu sich nehmen muss. Damit deine Katze sich nicht ständig aufs Neue mit Würmern infiziert, kannst du das natürlich vorbeugen. Gebe ihr regelmäßig eine Wurmkur, besonders wenn deine Katze ein Freigänger ist. Bei Wohnungskatzen empfiehlt es sich, dies etwa alle 6 Monate zu machen, bei Freigängern alle 3 Monate. Ausschließen kannst du dann zwar immer noch nicht, dass sie sich Würmer einfängt, aber du minderst schon einmal das Risiko. Halte die Katzentoilette stets sauber und sorge für eine ausreichende Fellpflege. Gebe ihr kein rohes Fleisch oder Fisch, sondern kaufe hochwertigeres Nass- und Trockenfutter. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video helfen konnten. Behalte deine Katze also gut im Auge und bei Anzeichen auf einen Wurmbefall besuche mit ihr den Tierarzt und lasse es abklären. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.